Weg, 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 weg. Lebst du noch? Wie ist die Lage? Willkommen zu diesem weiteren wunderschönen Video, meine Freunde. Heute wird es sehr, 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 sehr fett und groß. Denn Leute, wir haben heute eine Mission. Und zwar wollen wir den größten Burger der Welt auf YouTube machen. So, das wird sehr, sehr, sehr krass. Wir haben gestern am Start, wie zum Beispiel nach der Ewigkeit mal wieder aufgenommen. Was geht? Kennt ihr ihn überhaupt noch, Leute? Er ist wieder da, Digga. Er ist wieder da. Und Keanu ist auch wieder am Start. Hey. John. Es kommen nachher noch richtig viele Gäste, denn Leute, der Burger wird so riesig sein, dass man da eigentlich irgendwie 50 Personen von essen kann. Aber Leute, wir machen jetzt eine Challenge und zwar, neben dass wir heute den krassesten Burger der Welt machen werden, werden wir auch noch gucken, wer isst am meisten. Das heißt, jeder von uns wird sich gleich wiegen und wer am Ende dann am meisten zugenommen hat, also wer fetter geworden ist, der hat gewonnen. Lea kommt auch noch gleich vorbei, Lea hängt noch im Stau, Alter. Auf Heymo ist außerdem auch ein neues Video online gekommen und zwar eine Nacht im Supermarkt überleben, also nach dem Video auf jeden Fall vorbeischauen. Okay, Keanu, jalla, rein da. Und wir haben ein Kampfgewicht von 70 Kilo können wir ja auch. 70,3! Isabel, los rein. Was? Also, ich schätze, du wiegst 45. Ich sag, du wiegst 3. 3. 49,1. Isabel, du bist ja richtig fett. Was? 81,5. Samu. 54,3. Du bist stabil, Junge. 20 cm größer. Du Fettsack. Ich will auch halt, was soll ich sagen, Bruder? Ja, same. Hey, warte, ich will mich gar nicht draufstellen, Digga. Nein. Oh, 51,9. Leute, meine Plauze ist auf jeden Fall bereit für den größten Burger der Welt. Es kann losgehen. Digga, wie es sich angeliefert wird. So ein schwarzes Winterwetter. Das ist rot. Du Scheiße. Für den Burger brauchten wir einfach einen kompletten Van voll Zutaten. Ein Grill mit zwei Platten drauf, damit dieses riesige Patty auch irgendwie gebraten werden kann. So, meine Freunde, ich würde sagen, jetzt geht's los. Wir machen den größten Burger der Welt auf YouTube. Sehr, 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 sehr viel Fleisch. Natürlich nur das Beste vom Besten. Wir haben hier nicht mit irgendjemand zusammen, Leute. Wir haben hier mit der fetten Crew zusammen, ist ja klar. Wir machen hier keine halben Sachen. Hast du mich gerade fett genannt? Ja, Leute. Wie liest du? Dun, 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 dun. Boah, das ist voll. Das ist ein ganz komisches Gefühl, Digga. Ja, genau. Meint das gut? Du machst es sehr schön. Nice, danke dir. Shake that ass. Ja, du willst mal slappen, Digga. Ja, komm her. Jetzt nochmal immer so ein bisschen vor. Ui, der hat Erfahrung, Digga. Und jetzt hat meine Mom immer gemacht, wenn ich Scheiße gebaut habe. So. Jo, Mann, Bruder, was machst du? Okay, los, weiter jetzt. So, Leute, unser Patty ist fertig. Es sind jetzt 3 Stück, weil wir müssen das ein bisschen aufteilen, aber es wird nachher einer. Das wird einer. Das ist ein. Das ist schon riesig. Digga, das ist fast so groß wie. Lassen wir es. Hey, bist du dumm, Digga? Ich bin Vegetarier, ich kann kein Fleisch essen. Oh, warte mal, wirklich, du bist Vegetarier? Ja, Bruder, ich habe seit 8 Jahren kein Fleisch mehr gegessen. 8 Jahre? Ja, hä? Johannes, wir müssen uns das ausdenken. Wir haben nicht gewusst, dass er Vegetarier ist. Oh. Wir haben uns jetzt überlegt, den kleinsten Burger, also den winzigsten Burger der Welt zu machen. Deswegen machen wir jetzt einen richtig winzigen, Digga. So, meine Freunde, unser oberes Patty ist fertig, das untere haben wir auch. Jetzt würde ich sagen, brauchen wir noch den kleinsten Käse der Welt. So, Leute, nun haben wir den Cheese. Wie lustig das aussieht, Digga. Ich weiß. Veganes Hack. Was ist das, Digga? Ich weiß nicht mal, was. So, meine Freunde, der Patty wird jetzt reingelegt. Seid ihr bereit? Schön. Was machen wir hier, wenn draußen ist so ein Riesenberg? Was machen wir hier gerade, Digga? Währenddessen draußen. So, ich glaube, es ist Zeit zu wenden, oder? Mhm. Dann haben wir den kleinsten Burger der Welt fertig gemacht, dann habe ich Käse drauf gemacht, das aufs Brot gelegt, ein bisschen Soße drauf gemacht. Mhm. Ganz, ganz vorsichtig. Nein! Und jetzt das hier drüber. Der kleinste Burger der Welt und sogar vegetarisch, Digga. Dann, tada, wir haben hier was gezaubert, Oscar. Digga. Was ist das? Das ist auch ein vegetarischer Burger für dich extra. Der kleinste Burger der Welt! Ja, ich bin dumm Mixer. Mit vegetarischem Patty, Digga. Ja, kann ich den direkt essen, oder? Ja, klar. Probier mal. Besonders gefällt mir das Grüne da drin. So der Salat und so. Das war Fleisch. Na, mega Frank. Mega Frank. Und es geht los. Und rechtzeitig zum Start. Es war noch Rob mit am Start, Alter. Ja, du hast gesagt, es gibt Essen da. Ich muss nicht vorbeikommen. Junge, what the fuck? Warum brennt das auf einmal? Yo. Und das ist das Patty? Digga, ja, nein. Davon haben wir 3. 1 von 3. Triple. Gibt's Käse? Junge, natürlich Käse, Digga, ist ja ganz klar, Alter. Digga, ist das geil! Oh, ist das geil, Digga, das ist der schönste Tag in meinem Leben, Digga. Bernd, das ist tot. Bernd, was ist mit dir passiert? Bernd, lebst du noch? Ich glaube, Bernd ist tot.
Lea ist auch am Start! Okay. Leute, Lea, weißt du, was du heute machen musst? Du musst heute so viel fressen, wie du kannst. Das ist aushalten, wer frisst am meisten. Wir haben eine Waage und wir messen dich davor und wir messen dich danach. Muss ich da überhaupt mitmachen? Mein Magen ist so klein. Lea, du schaffst das schon. Für 47,9. Das ist eine 8. Nein. 47,8. Ja, dann halt 8. Gut, Lea, dann würde ich sagen, frohes Fressen. Viel Spaß. Du hast gleich viel zu fressen. Juhu. Jetzt kommt Robs absolutes Spezialgebiet. Ist ja klar. Es ist eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Da sage ich auch nicht nein. Und da werde ich auch nicht jetzt hier irgendwie Ausnahmen machen, sondern mindestens zwei Runden. Weißt du noch, wo wir diesen riesen Käse gekauft haben? Den hätten wir heute gebrauchen können. Einfach so drauf. Einfach draufhauen. Ja. 30 Kilo Käse einfach drauf machen. Oh! Und dann haben wir den Käse geschmolzen auf eine ganz besondere Art und Weise. Der Profi, Digga. Junge, wie geil ist dieser Tag, Digga. Boah, Bruder, warum brennt das Ding selber? Das Wichtigste an dem Burger sind natürlich erstmal die Soßen, Leute. Und wir haben jetzt hier das riesige Brot. Alter, was ist der Salat, Digga? Oskar, guck mal, wir haben was für dich. Grüße. Wie kann man sich darüber freuen, Digga? Okay. Komm, 10 Kilo Hack drauf. Junge, ich bin dabei. Noch mehr? Mehr, komm. Die ganze Tüte ist doch leer. Macht ihr eigentlich Salat immer auf den Burger drauf oder lasst ihr den eher weg? Schreibt mal in die Kommentare. Digga, Tim macht immer alles weg. Das ist so eine Sünde, Digga. Also langsam sieht es mir ein bisschen zu gesund aus, muss ich sagen. Also das wird zu gesund gerade hier. Was für gesund? Okay, stimmt. Der Tomatenflip, Digga. Die müssen immer einmal geflippt sein, bevor die reinkommen. Dann schmecken sie besser. Leute, macht ihr Gurken auf euren Burger drauf? Schreibt mal rein. Oh, geil, Digga. Yo, die Cam. Das ist die Cam-Folge, Digga. So sehen Sünden aus. Das ist eine große Sünde. Wie viele Kalorien hat das vor ungefähr? 20.000 oder so. 20.000, davon haben wir drei. 16.000 ja, Kalorien, Digga. Junge, damit du mal groß und stark bist. Ja. Nudeln, Digga. Sag die Nudeln. Okay, Leute, der letzte Schritt. Jetzt wird sehr heikel, weil jetzt müssen wir alles aufeinanderlegen. Warum machst du das denn? Das ist echt eine dumme Idee, Leute, dass ich das mache. Der Druck ist so hoch, Digga. Ui. Junge! Das Monster! Das kann doch kein Mensch essen, Digga! Ja, wir haben ein Monster erschaffen. Der größte Burger der Welt ist hergestellt worden, Leute! Digga! Ja, ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, wer am meisten davon frisst. Okay, Leute, das große Gefresse geht jetzt los. Wir haben eine Stunde Zeit und danach messen wir nochmal das Gewicht und dann gucken wir, wer der fetteste ist. Let's go. Jeder hat sein Stück. Junge, was ist das? Junge, was? Keine Ahnung. Digga, leer stecken. Schaffst du das? Ja. Okay. Ja. Drei, zwei, eins, go. Ja, Bro, mein Gott. Boah. Ciao. Ich lasse, das fühlt sich ein bisschen räudig an. Ein bisschen. Aber es ist toll. Ja, nächsten. Oh Leute, also ich würde sagen, mein erster ist weg, Digga. Ich muss schnell essen, Digga. Lea, wie langsam bist du, Alter? Ich hab schon den zweiten. Also ich bin schon voll. Du bist voll. Ehrlich. Ich bin auch gleich voll. Seid ihr lost? Junge, ihr werdet ja sowas von verlieren. Rob, ist schon Schluss oder was? Bist du schon tot? Ey, das waren drei oder vier Burger, die ich in einem Burger gegessen habe. Das war schon echt sehr krass. Also, boah, Junge, was ist das? Boah, zweiter Teller ist leer, Digga. Ich sterb gleich, Alter. Nee. Boah, kurze Pause, Digga. Wenn du was im Mund hast, aber du kriegst es nicht runter, Digga. Okay. Oh mein Gott, ich bin wieder bereit. Oh, also ist schon so weit gekommen, Digga, dass ich schon so ein bisschen schwindelig sehe. Aber ich werde mir noch richtig viel Wasser jetzt rein. Oh, das drückt von der Magen. Mal wirklich kurz Cut, Digga. Okay. So, ich glaube, jetzt ist wirklich gerade bis zum Rand voll. Also mehr fressen kann ich nicht. Ich würde sagen, es geht los mit dem Wiegen. Ich habe noch gar nicht. Aber ein XXL. Los, Jala, rein. Du wirst ja jetzt sehen. Du hast 1,7 Kilo, Digga. Du hast fast 2 Kilo gegessen. Junge, was? Sau, rein da. 54. Du hast nichts dazu genommen. Hä? Du hast nichts zugenommen. Das ist genau gleich. Dann haben wir die Waage richtig hingestellt und dann kamen 300 Gramm raus. So, also Samu, du bist aber aggressiv ausgeschieden aus dieser Challenge. Ich bin kurz vom Kotzen, Digga. Ich muss jetzt wirklich dann... Ich gehe jetzt hier rauf. Ich gehe jetzt da drauf und gehe direkt kotzen. Soll ich das noch nicht? Aber ich verrate noch nicht. Ich muss mich direkt auf die Waage stellen, weil ich kotze. Okay, Oskar. What the fuck? Okay. Lea, Rainer. Warte, Oskar geht jetzt zu kacken, Digga. Nein, die Masse. Okay. Hä, ich hab abgenommen. Hä, wie ist das möglich? Hä?
Oh Mann, das kann nicht sein, die Waage. Warte, geh mal, die Waage ist falsch. Woanders nochmal mit. Lea hat irgendwie abgenommen, scheinbar. Hä? Wie weird. Okay, jetzt dann. Und dann kam der letzte von uns, Jan, und das hat uns wirklich komplett überrascht. Was? Das kann nicht sein. Du hast dich gerade wirklich. Passt du Video überhaupt da rein? Digga. What the fuck, 55 Kilo. Isabel? Hä, du hast auch abgenommen. Ah, nee, hast du nicht. Ah, nee, du hast 500 Gramm. 500 Gramm, Isabel, lächerlich. Leute, wartet aufs Ende. Es gibt noch eine krasse Änderung, weil jemand hat geschummelt. Okay, dann würde ich sagen, jetzt kommt das große Finale, Digga. Ich sag's jetzt. Grande Finale. Oskar, lebst du noch? Wie ist die Lage? Schwierige Lage. Sollen wir dir erste Hilfe leisten? Soll ich reinkommen und pressen? Lass ihn mal in Ruhe packen jetzt. Okay. Digga, wie lange warst du da drin? Leute, ich würde sagen, jetzt kommt das große Ergebnis. Platz 3 ist Oskar mit 2,1 Kilo. Jawohl. Ja, Applaus. Lea, du bist auf dem allerletzten Platz, weil du abgenommen hast. Du hast abgenommen. Ja. Letzter, oh mein Gott. Leute, jetzt kommt Platz 2 und damit wissen wir auch schon Platz 1. Du hast einfach 4 Kilo zugenommen. 4 Kilo in einer Stunde zugenommen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel gewogen, Digga. Du hast gewonnen! Yeah. Yeah. Pass auf, der Preis ist ein Burger. Doch dann wurde einfach ein großer Schwindel aufgeklärt. Ich habe mir schon gedacht, irgendwas stimmt an diesen 4 Kilo nicht. Wir sind ehrliche Menschen, ne? Wir können das nicht auf uns sitzen lassen. Es gibt da ein paar Aufnahmen, die wir dir leider zeigen müssen. Geil! Jetzt bin ich gespannt. Warte, was? Achtung! Oh mein Gott. Was war das? I can cheat it, Digga. Du hast ihn nicht wirklich! Du hast ihn nicht wirklich! Du hast nicht wirklich! Warte, du musst weitergucken! Du hast nicht gewichtet! Ich hab nicht wirklich Gewicht hinzugefügt! Die haben gecheatet, Digga. Guck, ja. Zwei Wasserflaschen hier drin, Digga. Eine Mangolasse hier drin. Ich dachte so, hä, wie kannst du denn jetzt 4 Kilo zugenommen haben? Du bist der Gewinner, Digga. Ich hab gewonnen und ich hab einen Burger gewonnen. Bin ich da mal auch gerade? Ich bin kurz vorm Kotzen die ganze Zeit. Ich war auch auf dem Klo, ich wusste gerade nicht, ob ich mich so.